ich habe auf YouTube eine Umfrage gemacht und euch gefragt, was euer erster Eindruck zur Vanguard Alpha ist. Und das hier ist das Ergebnis. Und ich habe hier bewusst nur zwei Antwortmöglichkeiten gewählt, dass man sich nämlich nicht für so ein Mittelding entscheiden kann. Dass man sagen muss, okay, hat der erste Eindruck einem gefallen oder nicht. Und damit Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und an erster Stelle Shoutout an alle, die am Freitag im Livestream dabei waren. Denn wir haben das erste Mal die Vanguard Alpha angezockt. Und mit der Alpha konnten wir schon so einen ersten Eindruck bekommen vom Game, wie es ungefähr werden wird und welche Richtung es geht. Und in diesem Video gebe ich euch meine Meinung zu dem Game. Mit den positiven, aber auch negativen Dingen zur was mir direkt in der Alpha aufgefallen ist, damit ihr dann für euch entscheiden könnt, ob es was für euch ist, weil es konnten viele die Alpha nicht zocken, ihr wisst, immer noch die gleiche Geschichte so mit PlayStation, exklusiv und so weiter, ihr kennt es. Und vergesst nicht in die Comments zu schreiben, was so für euch die wichtigsten Dinge waren, die euch so instant aufgefallen sind, was euch vielleicht so mega gut gefallen hat, aber was so auch etwas war, wo ihr sagt so, ey, nee, man, das kann ich mir so überhaupt nicht geben. Und damit würde ich sagen, fangen wir direkt mit der positiven Seite an. Die ist etwas kürzer, später werde ich bei der negativen Seite ein bisschen ausholen. Und ja, man, das hat auf jeden Fall seine Gründe. Als ich am Freitag im Livestream in das erste Match gekommen bin, ich erinnere mich noch genau, das Waffenfeeling war einfach richtig geil. Recoil war auch richtig nice, so ein guter Skill-Gap da nochmal auf jeden Fall eingebaut, so aber nicht zu wild, so dass man halt ist trotzdem noch so ein, ist er noch ein Arcade-Shooter. Und wenn bei mir das Waffenfeeling stimmt, Leute, dann stelle ich wirklich auch andere Sachen so nach hinten. Also egal, ob das jetzt irgendwie ein schlechtes Setting ist oder was auch immer so. COD hat sich dadurch halt immer so von anderen abgesetzt, weil das Waffenfeeling einfach so geil ist in dem Game. Und in Vanguard, Leute, ihr werdet es dann in der Beta sehen, für die, die die Alpha nicht testen, konnten das Feeling. Das war einfach nice. Die Perks waren in dem Game nice, also zumindest die, die wir hier in dem Champion Hill Modus kaufen konnten. Ghost zum Beispiel funktioniert halt auch nur so, wenn man sich bewegt. Das ist ziemlich nice so für Camper oder gegen Camper. Das heißt, das hier sorgt auf jeden Fall schon mal für mehr Movement. Das ist wichtig, weil Leute bewegen sich mehr, weniger Camper und auch eine weitere Sache, Leute, Footstep Audio. In MW zum Beispiel hast du dich einfach hingehockt und gewartet. Du konntest genau hören, so von wo Gegner kommen, weil die einfach so verdammt laut waren. In Vanguard ist es nicht so und das hat man im Stream bei mir auch instant gesehen. Ich habe direkt, als ich bemerkt habe, wie leise so die Footsteps sind, ich habe mich einfach mehr bewegt. Ich bin durch die Map gerannt. Ich habe mich getraut, so viel, viel offener auf dem Spielfeld zu sein. Aber es war meiner Meinung nach ein Ticken zu leise. Die Leute, die die Alpha gespielt haben, haben es vielleicht gemerkt. Zumindest bei mir im Livestream war es so. Ich wurde oft geflankt und habe gar nicht gehört, ob da überhaupt ein Gegner kommt. Sondern plötzlich war der einfach neben dir oder hinter dir. Ich wusste es, aber man hört halt einfach keine Steps. Aber das ist meiner Meinung nach nur eine Kleinigkeit, weil es wird auch hier bei der negativen Seite, zu der wir übrigens jetzt kommen, da wird es auch einige Punkte geben, so auf die ich nur kurz eingehen werde, weil das ist einfach egal so, das werden die schnell fixen. Und im Endeffekt ist es auch eine Alpha, so es wird sich hier noch sehr, sehr viel ändern. Und damit kommen wir zum allerersten, was mir aufgefallen ist, und das ist die Sichtweite in dem Game. Leute, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Schaut mal kurz hier in dieses Gameplay rein und es ist eigentlich egal, welchen Clip ich euch zeige. Schaut einfach mal so in die Ferne und guckt mal, ob ihr da was erkennen könnt. Das sieht einfach so verdammt muddy aus. So schmutzig, dreckig weiß. So, ich konnte in der Ferne wirklich oft einfach nichts erkennen. Der nächste Punkt hier auf der Liste gehört auch so ein bisschen dazu. Das geht hier um die allgemeine Sichtbarkeit. Die Sichtbarkeit war einfach so low, dass ich Gegner, die zum Beispiel in so Headglitches waren, einfach null erkennen konnte. Ich weiß nicht, ob sich das ändern wird. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt und ob die das bis zur Beta oder bis zum vollen Game überhaupt ja noch fixen werden. Weil ich hatte hier bei der Alpha nicht wirklich Lust gehabt und auch generell bei so Games, mich so darauf zu fokussieren, ob ich einen Gegner sehe oder nicht. Ich denke, das sollte so automatisch schon, ja, das sollte einfach weniger ein Problem sein in einem Game, dass man jemanden erkennt. Dazu kam dann noch eine Sache und das ist der nächste Punkt hier. Das werden die aber schnell fixen, denke ich. Wenn ihr euch mal an MW zurückerinnert, da war es nämlich so, dass wenn man angeschossen wurde und weak war, dass der Bildschirm einfach grau geworden ist. Und hier bei Vanguard war es ähnlich. Nur nicht, dass es grau wurde, sondern der Bildschirm wurde einfach extrem dunkel. Obwohl wir so schon so eine übel schlechte Sichtweite haben und generell allgemein so eine schlechte Sichtbarkeit. So, und dann kommen wir zu einem Punkt, der in jedem COD so, glaube ich, fast die größte Rolle spielt, und zwar Time to Kill. Euch ist es bestimmt aufgefallen und ich habe im Livestream ziemlich oft auch mich aufgeregt darüber. Wenn man angeschossen wurde, du hattest keine Chance zurückzuschießen. Wer den ersten Shot gelandet hat, so, der hat einfach gewonnen. Und vor allem auch hier so, wenn man bedenkt, dass man generell Gegner schlecht erkennen kann. Das heißt, wenn ihr angeschossen werdet, ihr habt nicht mal Zeit so zu gucken, wo ist der Gegner überhaupt. Vom Feeling her würde ich sagen, das war sehr nah so an der TTK von MW dran.
So, jetzt Minimap. Man hat einfach aus MW irgendwie nicht dazu gelernt. Wir haben es nicht gewollt. Und hier machen die einfach das gleiche gerade nochmal. Manchmal, ich raff die Typen nicht. Bei einer normalen COD-Minimap ist es so, ihr schießt, ihr werdet auf der Minimap angezeigt. Hier in Vanguard ist es nicht so. Könnte aber auch nur daran liegen, dass es einfach der Modus ist. Vielleicht dachten die, okay, das wäre ein bisschen too much so für diesen Modus, weil es halt so eher so Close Quarter, so 2v2-mäßig ist. Müssen wir mal abwarten, aber das hat mir gar nicht gefallen. Was da noch dazu kam, waren die Waffensounds, die extrem leise waren. Und wenn ich Leute schon nicht auf der Minimap sehen kann, dann will ich wenigstens irgendwie hören können, so von wo die Shots kommen. Dann hatten wir noch einige weitere Dinge. Da ging es dann mehr so um Bugs, meiner Meinung nach, beziehungsweise Dinge, die auch so ganz easy eigentlich fixen können. Zum Beispiel oft war einfach der Name so durch stabile, feste Wände einfach sichtbar, ohne irgendwelche Spalte oder Löcher oder sowas. Und dazu konnte man auch noch durch so feste, stabile Wände einfach schießen oder so eine feste Deckung eben, so keine Ahnung, zum Beispiel eine Betonwand oder so. Eine weitere Sache war zum Beispiel, dass auch eine Granate manchmal, die gar nicht so in deiner Range war, dich einfach gekillt hat. Ich meine, aber auch da sehe ich nicht wirklich so ein Problem für das Game. Mir ging es hier nochmal kurz so zurückblickend auf die ganzen Dinge auf der positiven Seite um das Waffenfeeling, und das war, wie ich gesagt habe, Leute, das war eines der geilsten Waffenfeelings, die ich in einem COD jemals hatte. Das haben die so geil gemacht. Der Recoil fühlt sich geil an, trotzdem noch controllable so, aber auf lange Distanz merkt man so, okay, da muss man dann wirklich so schon so ein Gefühl für jede Waffe entwickeln. Und overall so einfach so das Gameplay-Feeling, es war einfach richtig geil. Ey, Props an Sledgehammer Games, richtig nice gemacht. Aber trotzdem hatten wir auf der negativen Seite Sachen wie zum Beispiel allgemeine Sichtbarkeit. Es war so schwer, Leute zu erkennen. Ist natürlich auch eine Sache mit diesem Weltkriegssetting. Ihr kennt meine Meinung dazu schon, das habe ich schon tausendmal gesagt, aber hier nochmal so, Weltkriegssetting ist nicht so mein Ding. Heißt aber nicht, dass man in Weltkriegssettings so direkt schlechte Sichtbarkeit einbauen muss. Verstehe ich nicht so. Muss nicht sein. Games wie, keine Ahnung, Battlefield 5 zum Beispiel, wo es auch so hell ist, wo man Sachen gut erkennen kann. Und Minimap natürlich so. Ja. Muss ich jetzt, glaube ich, nichts zu sagen. Leute, was ist so eine Sache, die euch an dem Game gut gefallen hat und eine Sache, die euch an dem Game so gar nicht gut gefallen hat? Wenn ihr eine Sache so rauspicken müsstet jeweils. Schreibt mir das unten in die Comments, Leute, und vergesst nicht an der Stelle, das ist natürlich eine Alpha. Wird sich also hoffentlich noch einiges ändern. Okay, ich muss hier mal kurz reingrätschen. Ich bin hier gerade am Editen und es hat sich Sledgehammer Games schon zur Alpha geäußert. Die haben nämlich gesagt, was sie schon ändern wollen, und ich denke, das wollt ihr auf jeden Fall sehen. Wir gehen hier mal auf Twitter, und wenn wir hier zu Sledgehammer Games gehen, dann sehen wir hier den Tweet und was sie alles ändern wollen. Und das sind einige Dinge dabei, die ich auch in dem Video angesprochen habe, wie zum Beispiel hier die Visibility, wenn man angeschossen wurde, allgemein die Map Visibility, Audio Mix Tuning, ich denke mal auch da das mit den Footsteps und auch hier mit den zu leisen Schüssen und dann auch das Problem mit den Nameplates. Und ja, Mann, das war es eigentlich dazu, und ja, ich gehe da mal wieder. Vergesst nicht, das Video zu liken, Leute, Channel abonnieren, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder Livestream. Haut rein, macht's gut und Peace.